Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Messners Training. In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie in einer Pivot-Tabelle filtern bzw. sortieren können. Ich habe Ihnen dazu hier diese Pivot-Tabelle vorbereitet, in der es um die Zahlen von verschiedenen Abteilungen geht. Hier wurden nämlich die Gesamtkosten pro Jahr aufsummiert und das Gesamtbudget jeweils pro Abteilung. Außerdem wurde ein Prozentwert hier ermittelt und dieser gibt an, wie stark das Budget hier ausgenutzt wurde. Die Gesamtkosten in Bezug auf das Gesamtbudget für den Einkauf betragen hier 87,5%. Und in dieser Pivot-Tabelle wollen wir jetzt filtern, nämlich wir wollen alle Abteilungen herausfiltern, die mit B beginnen. Dazu gehe ich hier einfach auf die Klappbox bei den Abteilungen, klappe diese mal auf und sehe, es gibt hier die Möglichkeit, entweder direkt auszuwählen, was ich gefiltert haben möchte. Ich kann ja sagen, ich möchte bei alle Anzeigen mal das Häkchen weg, dann wird nichts angezeigt, und direkt raussuchen, was ich haben möchte, eben zum Beispiel die Buchhaltung. Ich sage okay. Und dann wird eben sofort diese eine Buchhaltung herausgefiltert. Ich werde den Filter hier nochmal aufheben, Filter löschen aus Abteilung. Und wie Sie erkennen, wird jedes Mal, wenn eine neue Einstellung hier vorgenommen wird, werden auch die Spalten wieder entsprechend angepasst. Und ich möchte an dieser Stelle nicht jedes Mal, dass die Spalte A so breit ist, wie sie momentan dargestellt wird, denn dann wird mein Dialog hier nicht ganz in den Aufnahmebereich passen. Ich möchte es mal so einstellen, dass wir ein möglichst breites Feld hier haben und dass die Pivot-Tabelle hier auch nicht mehr jedes Mal angepasst wird. Hierzu gehe ich mal in die Pivot-Tabelle rein, damit der Pivot-Tabellenassistent aktiviert wird. Ich gehe hier über Analysieren und werde hier bei Pivot Table einstellen, was es für Optionen gibt. Nämlich hier bei Optionen kann ich einen Optionen-Dialog aufrufen. Und hier gleich in der ersten Karteikarte Layout und Format kann ich sagen, ich möchte die Spaltenbreiten bei Aktualisierung eben nicht automatisch anpassen. Da sage ich okay. Und wir kommen wieder zurück zu unserem eigentlichen Thema, zum Filtern. Ich wollte ja ursprünglich erreichen, dass nur diejenigen Abteilungen, die mit B beginnen, gefiltert werden. Deshalb kann ich wieder hier in die Klappbox gehen und kann sagen, ich möchte einen Beschriftungsfilter einstellen. Und hier haben Sie etliche Optionen. Sie sehen, was für Möglichkeiten es hier gibt, zum Beispiel einen Gleichvergleich oder einen beginnt mit Vergleich. Und ich kann an dieser Stelle zum Beispiel sagen, der Name meiner Abteilung soll beginnen mit B. Und was hinten dran kommt, soll ganz egal sein. Und das drücke ich einfach mit dem Sternchen hier aus, so wie man das üblicherweise bei Microsoft macht. Soll eben mit B beginnen und alle weiteren Zeichen sollen egal sein. Ich sage an dieser Stelle okay und erhalte wieder dasselbe Ergebnis. Und wie Sie sehen, die Pivot-Tabelle wird in ihren Spalten nicht mehr angepasst. Gut, damit können wir den Filter wieder entfernen, die normale Einstellung wieder vornehmen und wir schauen uns an, was es noch gibt. Wir gehen nochmal in die Klappbox rein, sehen hier beim Beschriftungsfilter, ich kann auch einstellen, dass eine Abteilung mit irgendeinem Buchstaben endet oder dass ich alle Abteilungen suchen möchte, außer, ja, entspricht nicht zum Beispiel die Buchhaltung. Sage ich mal okay und dann kriegen Sie eben den ganzen Rest. Wir löschen den Filter wieder. Und jetzt gibt es noch weitere Arten zu filtern, außer das, was man hier über den Beschriftungsfilter hier bekommt. Der Beschriftungsfilter wirkt ja auf diese Beschriftungen, sprich auf die Namen der Abteilungen. Aber es gibt noch eine weitere Art zu filtern, nämlich man kann hier einen Wertefilter einstellen. Was bedeutet das ganz genau? Das bedeutet, dass jeder Abteilung ja Zahlen zugeordnet sind. Hier in diesem Fall einmal die Gesamtkosten, das Gesamtbudget und der entsprechende Prozentsatz.
Und nach diesen Zahlen, sprich nach diesen Werten, kann man genauso gut filtern. Wenn ich mich jetzt zum Beispiel erinnern kann, dass es eine Abteilung gab, die 70.000 Euro an Gesamtkosten verursacht hat und ich nicht mehr weiß, welche das war, dann gehe ich hier eben entsprechend über den Wertefilter und sage, ich möchte vergleichen, ich möchte eine Gleichabfrage machen und zwar möchte ich feststellen, welche Abteilungen bei den Gesamtkosten genau den Wert 70.000 Euro verursacht haben. Und wir sehen, das ist dann tatsächlich die Abteilung PR, Public Relations. Bei den Wertefiltern, ich lösche sie nochmal, bei den Wertefiltern kann man genauso abfragen, gleich, nicht gleich, größer als, wie Sie hier sehen, oder sogar eine Bereichsabfrage machen. Ich möchte mal alle Abteilungen wissen, deren Gesamtkosten zwischen, sagen wir mal, 50 und 100.000 liegen. Dann kann ich das hier wieder einstellen. Ich wähle hier das Feld aus, das ich abfragen möchte. Gesamtkosten liegt zwischen 50.000, drei Nullen und 100.000, 100 und drei Nullen und sage okay. Und dann sehen wir, das sind genau diese Abteilungen. Wir löschen den Filter wieder. Und diese Filtermöglichkeiten, die wir jetzt eben hier kennengelernt haben, einmal den Beschriftungsfilter, der auf die Abteilungsnamen hier wirkt, und einmal hier den Wertefilter, der hier auf die Zahlen eben in den Spalten hier wirkt. Diese Art der Filtermöglichkeiten, die gibt es natürlich auch auf der Spaltenebene. Hier beim Jahr, wir haben ja nur ein Jahr, haben Sie auch die Möglichkeit, einen Beschriftungsfilter oder einen Wertefilter einzustellen. Okay, so viel zum Filtern. Schauen wir uns mal an, was es für Möglichkeiten der Sortierung gibt. Die Sortierung der Daten kann ich einmal von Hand, sozusagen freihand vornehmen oder über bestimmte Optionen einstellen. Eine Freihandsortierung kann ich dadurch erreichen, dass ich bestimmte Elemente, bestimmte Abteilungen in dem Fall sozusagen manuell an die Position schiebe, an die ich sie haben will. Beispielsweise möchte ich erreichen, dass die Abteilung Controlling ganz oben steht. Das ist das Einzige, was ich haben will. Controlling soll immer oben stehen. Ich klicke hier einmal diese Abteilung an, sodass sie einmal markiert wird. Und per Rechtsklick kann ich aus dem Kontextmenü hier auswählen, dass ich diese Abteilung direkt an den Anfang verschieben will. Ich habe natürlich weitere Optionen, dass ich sie einfach nur einen Schritt nach oben oder nach unten schieben will oder eben ganz ans Ende. Ich sage hier Anfang, ich hätte die Abteilung gern an den Anfang geschoben und schon ist die Sache erledigt. Ja, also so können Sie ganz nach Belieben Sortierungen vornehmen, sozusagen Freihandsortierungen vornehmen. Nun gibt es natürlich über die Clubbox, über die Sie filtern können, aber auch die Möglichkeit, zum Beispiel aufsteigend, namentlich aufsteigend, nach, von A nach Z zu sortieren. So haben Sie hier eben diese Reihenfolge. Oder Sie können auch umgekehrt sortieren, von Z nach A sozusagen. Oder Sie können sagen, Sie möchten gerne weitere Sortieroptionen verwenden. Was gibt es da für Möglichkeiten? Nun, ich möchte auf jeden Fall, so wie eben auch, aufsteigen, das heißt von A nach Z sortieren. Aber jetzt kann ich angeben, nach welcher Spalte hier ich sortieren möchte. Ich möchte zum Beispiel erreichen, dass diejenigen Abteilungen, die am wenigsten Kosten verursacht haben, oben stehen und gemäß der Kosten sozusagen aufsteigend sortiert werden. Das heißt von klein nach groß beziehungsweise von A nach Z, aber eben nicht nach der Spalte Abteilung, sondern nach der Spalte Gesamtkosten. Hier sagen wir okay und Sie sehen, das Lager hat am wenigsten Kosten verursacht, dann kommt der Vertrieb und so weiter. Nun sind diese Angaben vielleicht nicht ganz aussagekräftig, denn wie man hier sieht, die Abteilung Lager hat zwar die wenigsten Kosten verursacht, aber sie haben auch das geringste Budget und das Budget ist noch deutlich gerissen. Das heißt, sie haben es überschritten und
Der Prozentsatz wird hier mit 120,8% ausgewiesen. Ich möchte einfach jetzt eine Sortierung haben, die mir sozusagen die besten Abteilungen nach oben sortieren, sodass ich sehen kann, wer hat das Budget am wenigsten ausgenutzt. Und wenn wir uns diese Liste hier angucken, hier gibt es Werte mit 87,5. Das heißt, die PR-Abteilung und hier der Einkauf, die müssten dann letztendlich oben stehen. Genau das können Sie auch machen, indem Sie hier wieder über die Clubbox die weiteren Sortieroptionen einstellen und sagen, Sie möchten die Abteilungen, das war ja hier die Abteilung, diesmal wieder sortieren, aber eben diesmal nach dem Prozentsatz. Wir sagen okay und Sie sehen jetzt PR und Einkauf werden sozusagen gleichrangig nach oben sortiert. Die haben das Budget am wenigsten ausgenutzt. So viel zum Filtern und Sortieren in dieser einfachen Pivot-Tabelle. Ich möchte Ihnen das aber nochmal zeigen in einer etwas komplexeren Pivot-Tabelle. Ich habe hier nochmal die Umsatzauswertung. Nämlich hier geht es um eine fiktive Firma, die in verschiedenen Ländern lokalisiert ist. In Deutschland, in Österreich und in der Schweiz. Und innerhalb Deutschland ist sie eben an verschiedenen Standorten, sprich in verschiedenen Städten lokalisiert. Und hierfür werden jeweils die entsprechenden Umsätze angegeben. Auch hier kann ich natürlich filtern bzw. sortieren, aber ich habe ja jetzt hier eine hierarchische Darstellung und wenn ich hier die Clubbox aufmache, muss ich natürlich immer darauf achten, was ich eigentlich sortiere. Ob ich hier auf der oberen Ebene, auf der Ebene der Länder zum Beispiel sortieren will oder auf der unteren Ebene, auf der Ebene hier der Städte. Wenn Sie die Clubbox hier öffnen und sagen, Sie möchten etwas sortieren, dann können Sie an dieser Stelle tatsächlich auch die Ebene auswählen. Sprich hier sagen Sie, was Sie sortieren möchten, eben das Land oder den Standort. In dem Fall möchte ich das Land sortiert haben, zum Beispiel absteigend. Und Sie sehen, dass dann die Schweiz zuerst kommt, dann Österreich und dann Deutschland. Und wir können dann noch zusätzlich sagen, innerhalb des Landes möchte ich den Standort auch sortiert haben, aber diesmal eben aufsteigend von A bis Z. So sehen Sie, wie Sie in einer hierarchischen Struktur, wie in dieser Pivot-Tabelle sortieren können. Dasselbe gilt natürlich auch für das Filtern. Sie können natürlich genauso sagen, Sie möchten einen Filter einstellen und dann entsprechend festlegen, auf welcher Ebene Sie filtern möchten. Ja, hier habe ich zum Beispiel das Land ausgewählt. Das heißt, ich möchte jetzt, wenn ich etwas filtern möchte, auf dieser Ebene hier filtern und sagen, ich möchte beispielsweise das Land Deutschland auswählen. Das kann ich entweder eintippen, kann sagen, okay, oder ich nehme den Filter nochmal raus, Filter löschen, oder man kann es eben hier ganz bequem per Klick auswählen. Auch hier nehme ich den Filter nochmal raus, zum einen und zum anderen möchte ich natürlich wieder alles aufsteigend sortiert haben. So soll es sein. Und da wir gerade von Filtern gesprochen haben, möchte ich Ihnen nochmal eine andere Möglichkeit des Filterns zeigen, nämlich darüber hatten wir ja bisher noch überhaupt nicht gesprochen, nämlich dieses Feld Filter. In diesem Bereich Filter können Sie ganz nach Belieben, genauso wie in die anderen Bereiche, Ihre Spalten aus der Datengrundlage reinziehen und eben nach diesen Kriterien filtern. Beispielsweise möchte ich keine hierarchische Darstellung hier in dieser Umsatzauswertung haben. Ich möchte das Land einfach in den Filterbereich setzen. Und Sie sehen, dass hier das Land als Filterkriterium außerhalb sozusagen der Pivot-Tabelle angezeigt wird. Wir können auch hier die Clubbox öffnen und sehen, es gibt die Möglichkeit, jeweils ein einzelnes Land auszuwählen, zum Beispiel Deutschland, Österreich oder Schweiz, wie auch immer. Oder wenn Sie mehrere Elemente auswählen möchten auf dieser Berichtsfilterebene, können Sie sagen, Sie möchten hier
einmal das Häkchen anklicken und dann sagen, okay, wir möchten die Zahlen zum Beispiel von Deutschland und Österreich wissen. Ich mache das mal hier etwas breiter. Und dann sehen Sie, dass hier, wenn Sie ein Element ausgewählt haben, dann erscheint auch dieses Filterkriterium an dieser Stelle. Aber wenn Sie mehrere Filterkriterien Deutschland, Österreich ausgewählt haben, das kann natürlich hier nicht mehr zusammen angezeigt werden. Hier wird dann einfach angezeigt mehrere Elemente. Das ist natürlich etwas unschön und wir werden in späteren Videos sehen, wie wir auch da Abhilfe schaffen können. Allerdings nicht mit dem Berichtsfilter, sondern mit den sogenannten Datenschnitten. Sie können ganz nach Belieben auch mehrere Kriterien in diesen Filterbereich reinziehen. Zum Beispiel, Sie sagen, Sie möchten außerdem nach der Sparte filtern können. Beispielsweise haben wir hier eben die Sparte Bekleidung, Elektronik und Lebensmittel. Und Sie möchten beispielsweise nur die Zahlen für die Bekleidung und für die Elektronik wissen. Wir sagen okay und die entsprechenden Filterungen werden auch vorgenommen. Übrigens, die Bezeichnung für diesen Filter hat sich im Laufe der Zeit geändert. Wenn Sie schon länger mit Excel zu tun haben, kennen Sie das vielleicht unter dem Namen Seitenfilter. Später hat es sich geändert zum Namen Berichtsfilter und heutzutage, ich glaube seit Excel 2007, heißt dieser Bereich einfach nur noch Filter. So viel dazu. Ich hoffe, Sie haben wieder etwas Neues kennengelernt. Und wir sehen uns vielleicht in den nächsten Videos wieder.